Wie haben Sie denn damals die Wolfsschlucht ausgestattet? Ich glaube, der Freischütz ist ja für den Bühnenbildner eine der schwierigsten Aufgaben, die es gibt. Ja, das glaube ich schon. Das ist wirklich schwierig. Aber ich will jetzt nicht darüber sprechen, damit Sie wieder den Freischütz analysieren. Wieso? Das ist vielleicht ganz interessant. Worin bestehen die Schwierigkeiten Ihrer Meinung nach? Da sind viele Elemente drin. Es ist auch eine Mischung. Es ist französische Einflüsse sind drin. Die romantischen Einflüsse, nicht? Es gibt Mischungen, die schlecht zu interpretieren sind, also für uns heute, nicht? Also die Bühnenbildner zum Freischütz, die ich kenne, sind meistens zu sehr dem Naturalismus verpflichtet. Der Bühnenbildner glaubt, ganze Bäume, ganze Schluchten aufstellen zu müssen und das Försterhaus komplett aufbauen zu müssen. Ja. Welche Lösung haben Sie damals gewählt? Die Wolfsschlucht war reduziert, nicht? Ich habe diese ganzen Eulengeschichten und den Kinderschreck. Feuerräder und all diese Sachen, die heute nach dem Krieg doch kaum mehr imponieren, nicht? Die haben wir weggelassen und im Lauf des Weglasses, da haben wir dann auch den Samuel weggelassen, nicht? Und haben das Ganze in eine Art Fieberatmosphäre gestellt, nicht? Die den Schrecken des Max, ja. Den haben wir dann hervorgehoben, nicht? Mhm. Besteht bei einer solchen Lösung nicht ein bisschen die Gefahr, dass die romantische Naivität verloren geht? Nein, die geht dabei nicht verloren. Ich habe damals mit Arnold, sollte ich das zuerst machen, ne? Der ging aber dann inzwischen nach München. Mit Arnold haben wir es so gemacht, wir sind nachts in die Sächsische Schweiz gefahren. Ne? Mhm. Wir haben uns eine ganze Nacht dort in den Schwedenlöchern, in der Bastei, und zwar mit Mondlicht, ne? Haben uns herumgetrieben und überall geguckt. Und das ist ein seltsames Phänomen. Sie können, wenn Sie Fieber haben, nicht, oder wenn Sie sehr ängstlich sind, können Sie aus Zweigschatten, aus Schatten von Bäumen, die über die Felsen fallen, nicht? Oder wenn sich die Zweige bewegen, da können Sie Figuren sehen, nicht? Auch die Felsformation, die kann beim Mondlicht, wenn Sie Fantasie entwickeln, furchtbare Figuren entwickeln. Das heißt gar nicht, dass man die naive Romantik weglassen muss, nicht?